Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Sim World 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute befinden wir uns hier auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr und kümmern uns um das Szenario Schneezeit. Fahren Sie den letzten Abschnitt einer S-Bahn-Strecke Richtung Westen, die in Essen Hauptbahnhof endet. Das Ganze mit der BR425. Wir starten in Bochum Hauptbahnhof. Szenariomäßig haben wir den 3.1.2020 um 19.15 Uhr. 25 Minuten soll das Ganze ungefähr dauern und 6250 Punkte benötigen wir für die Goldmedaille. Ich würde sagen, wir laden rein und sehen uns dann in-game. Willkommen in Bochum Hauptbahnhof. Dies ist eine S-Bahn Richtung Westen, die bis nach Essen Hauptbahnhof fährt. Dann wollen wir mal die Türen öffnen. In der Hoffnung, dass es funktioniert, machen wir PZB und SIFA an. SIFA will scheinbar nicht. Dann ist es halt so. Kann man nicht ändern. Aber warten halt nochmal die halbe Minute. Dann verriegeln wir die Türen. Also wir müssen jetzt nur noch auf das PZB achten, weil sie ja nicht will. Nächster Halt ist dann Bochum-Ehrenfeld in einer Minute. 1,2 Kilometer haben wir Zeit. Holy. Da war ja was. Es könnte eventuell vereist sein, nur eventuell. Natürlich ging es bergab. Ziemlicher Mist. Ja. Gut, na, wie ihr sehen könnt, S-Bahn fahren kann ich, nämlich immer dem Zeitplan hinterher. Weil wir im letzten Video ja auch, mit der BR422, auch gut Zeit gut machen konnten, aber man darf nicht vergessen, wir haben es hier jetzt etwas vereister. Ich glaube, das wird nichts. Oder das wird nicht ganz so einfach. Oh, wir sind ja sogar schon aus dem. So, voll, wir machen jetzt raus. Strollen wir zumindest mal ein bisschen. Wir müssen auch wieder bremsen. Es könnte echt unangenehm werden mit den Bremsvorgängen. Okay, bremsen geht besser als Leistung zu geben, okay. Auch in Ordnung. Alles klar, wir haben eine Minute drei, die wir wieder gut machen müssen. Aber war ja auch wieder klar, dass ich denselben, nennen wir es mal, dieselben Ausgangsbedingungen schaffe wie beim vorherigen, Video hier auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Nächster Halt ist dann Wattenscheid Höhentrop. In einer Minute sollen wir dort sein und wir haben 4 Kilometer vor uns. Ja, das passt, würde ich gerade sagen. Ich denke, wir schneller fahren auf 120, dürfen vielleicht beschleunigen. Ich denke, wir können
Kann man noch nicht auf volle Leistung gehen. Bleiben wir auf ungefähr 60% Leistung oder 70% Leistung, nehmen wir mal so als Richtlinie, um halt Leistung zu geben. Komplett durchbeschleunigen können wir scheinbar zumindest unter diesen Wetterbedingungen nicht. Was natürlich auch einleuchtend ist. Ja, leicht Leistung. Zumindest das, was wir hier 120 km pro Stunde erreichen. 2,7 km haben wir noch bis Wattenschein Höhentrop. Rollen wir uns mal, lassen uns mal ausmachen, damit wir die Geschwindigkeit wieder verlieren. 6250 Punkte brauchten wir für die Goldmedaille. As far as I remember zumindest. Leicht bergauf. Komm, Hebel auf 20% Leistung. Reicht, glaube ich, schon aus, um das Tempo zu halten. Das sieht auch interessant aus hier mit der. Hier, ne? Das wirkt so vereist. Die Beleuchtung, das haben wir überhaupt Mondschein? Nee. Ich hätte es jetzt als Mond interpretiert. Oh, wir müssen halten. Ja. Notbremse. Das wollte ich zu 1.000.000% machen. Ich wollte garantiert nicht ein bisschen von der Bremsleistung rausnehmen. Garantiert nicht. Kann man Feuerlöscher aufstellen? Und wir sind noch mehr zu spät. Aber ich muss zugeben, ich habe mehr oder weniger damit gerechnet. Wir haben fast eine halbe Minute nochmal oben drauf gelegt. Mensch, dann müssen wir uns jetzt auch noch ein bisschen beeilen, ne? Bevor wir hier. Rechts, da die drüben sind. Feuerlöscher Nummer 2. Wir wollen ja schließlich auch zügig weiter. Bin ich ernsthaft auf Vorausspringen gekommen, obwohl ich noch nicht mal drin war. So, Leistung auf. Kombihebel auf ungefähr 77%. Passt. Nächster Halt ist dann Essen-Eiberg um 19:52 Uhr, wenn wir dort sein. Sprich in 1,5 Minuten. Wir haben 3,6 Kilometer. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, aber gut. Wir geben trotzdem unser Bestmögliches. Schön auch hier mit dem KI-Verkehr an den Bahnübergang. War doch dadurch ja noch umso mehr eine gelungene Vorbeifahrt. Also eine umso gelungenere Vorbeifahrt. Ich glaube, so kann man es auch gut bezeichnen. Ein bisschen können wir noch Leistung draufpacken. Schließlich kommt die Geschwindigkeitsbeschränkung erst nach Essen-Eiberg. Ein bisschen Leistung können wir doch schon mal, glaube ich, hier vorbeifahren. Ach, es ist einfach schön im Schnee, muss ich schon sagen. Es geht bergab, dann sollten wir zumindest mal die Leistung rausnehmen. Wahrscheinlich werden wir aufgrund der Schwerkraft ein wenig an Tempo noch dazu gewinnen.
Aber wir dürfen auch nicht allzu viel Geschwindigkeit zugewinnen. Schließlich müssen wir gleich nochmal halten. Wir müssen mal so ungefähr, ganz ungefähr ein bisschen so rein. Wir deuten das ein bisschen an, dass wir anbremsen. Ach, durch die Schneelandschaft zu fahren ist halt auch echt schön, ne? Mit den ganzen Bäumen und so. Da haben wir wieder einen Feuerlöscher, den wir hin platzieren können. Oh. Ja, dadurch, dass ich dann doch ins Rutschen geraten bin, lasst nicht drüber reden. Kommen überhaupt noch welche raus? Ja, okay. Hoppla. Dann verriegeln wir die Türen wieder. Nächster Halt ist dann Essen, Stele, Ost. Oh, eigentlich jetzt. Also, wie viel Kilometer haben wir noch? Wir dürfen jetzt gleich nur noch 100 aufgrund der Kurven, aufgrund des kurvenreichen Abschnitts. Der da, meine ich, gleich kommt. Wobei, es ist halt auch nicht so weit. Also, da lohnt sich auch gar nicht, auf 120 zu beschleunigen. Sind dann eh gleich wieder im Bremsvorgang. Und da es auch nicht so einsichtig ist, was jetzt hier gleich uns erwartet nach der nächsten Kurve und dann nochmal hier der Feldweg auf der rechten Seite. Ergibt das alles schon seinen Sinn und erfüllt seinen Zweck? Wieder schön verbremst, beziehungsweise zu spät gebremst. Immerhin nicht ganz so bescheiden wie zuvor. Naja, vielleicht gewöhne ich mich noch dran. Eigentlich müsste ich nochmal das eine oder andere Szenario, das eine oder die eine oder andere, den einen oder anderen Fahrplan fahren im Schnee. Einfach damit da auch ein bisschen was in diese Wette noch dazugekommen ist. Aber ich denke mal, ja gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, so bis der Frühlingsanfang so wirklich ist. Haben wir noch, glaube ich, da ungefähr 2 Monate noch Zeit. Also heute haben wir den 22.01. für mich gerade, also deswegen. Also ungefähr 1,5 Monate haben wir noch Zeit, wenn das Video rauskommt. Wir haben auch, oh, nächstes Halt ist Essen, Stele. Fast so schnell. Diesmal war der Bremspunkt ganz gut gewählt, würde ich behaupten. Ich würde sagen, das ist der beste Halt. Nicht nur in diesem Szenario, sondern auch im vorherigen Szenario. Safe Call. Wenn jetzt noch die Verspätung nicht ganz so krass wäre, wobei wir haben auch, glaube ich, wieder gut gemacht. Nächste Halt ist dann Essen Hauptbahnhof. Wir fahren nach. Ich habe es wieder vergessen. Wir sind in Bochum angefangen und fahren nach. Fahren wir nicht nach Essen? Verriegeln wir die Türen und fahren dann sofort weiter. Dürfen wir jetzt auch gleich wieder ein bisschen schneller fahren. Dann erhöhen wir die Leistung auf 73%.
Nächster Halt ist dann Essen Hauptbahnhof in 4,3 Kilometern. Wir sollen dort sein in 2 Minuten. Um 19.33 Uhr. Ob wir das hinbekommen, bezweifle ich. Aber vielleicht machen wir da ein bisschen Zeit gut. Na gut. Geht ja eh gleich wieder unter auf 100 Kilometer pro Stunde. Wahrscheinlich noch in einem Abschnitt, wo es dann wieder bergab geht. Haben wir jetzt wahrscheinlich über ein Bewerfungsbauwerk. Genau, ja, ja, fahren wir. Bremsen mal weiter rein, um zumindest so ungefähr die 100 Kilometer pro Stunde zu halten. Ich schnupfe vielleicht noch in Essen Hauptbahnhof rein. Außer Betrieb. Okay, dann fahren wir wahrscheinlich nochmal zum. Okay. Ah, ich erinnere mich schon, weil es war ja die letzte Fahrt und wir fahren ja nochmal zum Stellwerk, zum Depot zurück. Brauchen wir weiterhin mit 80 km pro Stunde. Eieieiei. Wir könnten zwar noch schneller fahren, aber. Wozu? Wir sind eh gleich am Endhaltepunkt. Könnte es, müssen wir sowieso noch mal langsamer werden, da wir aus Vorfeld fahren. Oder war das so bei Essen am Bahnhof? Ich weiß schon gar nicht mehr. Das Ding ist, es gibt so viele Strecken. Und um die ganzen Strecken halt wirklich sich so gut einzuprägen, dass man weiß, wie man sich verhalten muss an den einzelnen Spots, müsste man halt einfach die komplett grinden, die Strecke, aber. Es gibt wohl so viele andere geile Strecken. Von daher macht man das dann halt eher weniger. Oder ich mache es halt eher weniger, weil ich halt auch dann auch die anderen Strecken gerne spielen möchte und fahren möchte. Und bevor einem dann irgendwie die Lust vergeht, weil man immer nur, was weiß ich, Hauptstrecke Rhein-Ruhr oder weiß ich sehr geil, was fährt, oder nur die Schleifstrecke Köln. Bevor der Spaß verloren geht, sollte man den Spaß aufrechterhalten. Halten wir jetzt hier in Essen Hauptbahnhof. Ganz gemütlich, ganz sanft, als wären wir ein Regionalexpress. War zwar auch zu spät und deutlich zu spät, aber egal. Dann schließen wir hier die Türen. Alle Fahrgäste sollten draußen sein. Sind sie zwar nicht, weil sie immer noch hier sitzen, aber wer weiß, vielleicht wird das ja auch irgendwann mal gefixt. So, Fahrgastraumbeleuchtung auf aus. So. Nun, da für diesen Zug Dienstschluss ist, fahren Sie ihn für die Nacht in das Betriebswerk. Befolgen Sie dabei alle Signal- und Geschwindigkeitsangaben. Alles klar. Das heißt, wir sollen auch auf die Signale und so weiter achten. Alles im grünen Bereich. Wir dürfen aber trotzdem aktuell nur 25 km pro Stunde fahren. Wir lassen einfach mal das PZB nochmal an. Und rollt erstmal so mit 20 km pro Stunde aufs Ende hinzu. Ich finde solche Szenarien oder solche. Ja, ich glaube, es gibt es auch im Fahrplanmodus, ich weiß es gar nicht. Aber solche Szenarien finde ich halt immer nice, wo man halt so zum einen fährt, aber halt auch
den Zug entweder halt vom als erste Fahrt quasi mit aufrüstet oder halt zurück zum Depot fährt und so weiter und so fort. Wir beschleunigen mal auf 24 km pro Stunde, da wir gleich eh 25 nur fahren dürfen. Dann haben wir zumindest das Tempo auch schon mal drauf. Dann haben wir gleich den Gleiswechsel und sind auch schon gleich beim beim Stahlwerk, genau. Beim Betriebswerk von Essen. Ding ist gleich links, soweit ich mich noch aus Trainsim World erinnere. Dann müssen wir die Weiche nach links. Und fahren dann aufs Betriebswerk. 6250 Punkte für die Goldmedaille, die haben wir bereits. In trockenen Tüchern. Und dann halten wir jetzt hier beim Essener Betriebswerk und schalten den Zug vom Fahrbetrieb ab und beenden dann unseren Arbeitstag auch hier am Betriebswerk. Jetzt eine gute Halteposition zu bekommen, ist nicht ganz so schwer, da wir auch nicht allzu schnell unterwegs sind. Dann haben wir das auch hinter uns, können wir die Spitzensignallichter ausmachen. Richtungswende auf ausgesteckt, dann nehmen wir ihn nochmal mit raus. Danke für das Abschließen dieser Fahrt, lassen Sie uns sehen, wie wir sie abgeschnitten haben. Achievement unlocked. Snow Trouble. Beste alte Position war in Essen Stehle mit 0,255 Meter. Ja, das war das Schneezeit-Szenario. Wir sind immer noch Level 40 und Level 7 auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr und BR 425. Wir haben 24 Minuten benötigt, 17,56 Kilometer zurückgelegt, 7896 Aktionspunkte bekommen. Dementsprechend eine Goldmedaille. Und dann haben wir auch eine weitere Goldmedaille in unserer Liste. Dann lasst uns mal kurz nochmal nachschauen, welches Szenario uns als nächstes erwartet, wenn wir hier uns auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr befinden. Das da wäre der S1 Express. Bedienen Sie eine schnelle S1 Strecke Richtung Osten von Duisburg Hauptbahnhof. Mit der BR425, wir starten in Duisburg. Szenarienmäßig schreiben wir dann den 4.06.2020 um 19.25 Uhr soll das Ganze ungefähr dauern und 6200 Punkte brauchen wir für die Goldmedaille. Darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal hier auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Trainsim World 2 Video wieder.